So, hallo und einen schönen guten Abend. Nicht erschrecken, das ist noch nicht der Livestream, der für 20 Uhr angesetzt ist bezüglich Affinity Designer, sondern ich möchte euch noch gerne einen kurzen Nachtrag geben zum gestrigen Livestream bezüglich Inkscape bzw. dem Klebetool, weil da noch zwei, drei Nachfragen hinterher an mich weitergereicht worden sind und ich dachte, jetzt mache ich da einfach noch mal kurz ein Video dazu. Und zwar ist es ja so, dass ich gestern gezeigt habe, im Inkscape ist es relativ umständlich, einzelne Seiten einzufügen. Und da kann euch das Klebetool auch helfen, indem ihr bereits vorab im Klebetool die Seiten zusammenklebt, ohne irgendwelche Randbearbeitungen und dann einfach die Datei in Inkscape einfügt. Denn dann habt ihr euch sozusagen das Anordnen schon gespart im Inkscape. Genau, das zeige ich euch jetzt noch kurz. Und zwar habe ich jetzt also einmal hier meinen PDF-Klebetool, PDF-Stitcher geöffnet. Dann füge ich mir jetzt hier wieder meine Datei ein, die ich bearbeiten möchte. Und zwar nehmen wir jetzt einfach hier mal diese Herzdatei. Dann speichere ich mir die mal ab. Hier als Test. Und erstelle die PDF einfach. Und wenn ich mir jetzt die PDF angucke, na, die ein bisschen klein, na, jetzt so. Dann sehe ich jetzt zum Beispiel, okay, die ist noch nicht richtig schön angeordnet. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass diese Datei drei Spalten hat. Das heißt, wir schließen die PDF nochmal. Gehen jetzt hier auf den Register Seiten, geben jetzt hier Anzahl 3 Spalten, erstellen die PDF nochmal. Und jetzt sieht die schon etwas besser aus. Allerdings sind jetzt hier zum Beispiel die Seite ist noch vertauscht. Dann korrigieren wir das noch und zusätzlich sehen wir auch hier unten. Das gibt es ja bei manchen Schnittmustern, da muss hier eine sogenannte Leerseite eingefügt werden. Und dann gehen wir einfach jetzt hier bei der Seitenauswahl können wir eingeben 1 bis 3, dann setze ich ein Komma, dann sage ich jetzt soll die Seite 6, die Seite 5, die Seite 4 eingesetzt werden. Dann haben wir die 7 bis 9 und dann kommt jetzt eine sogenannte Leerseite. Die gebe ich einfach ein mit einer 0 und dann Komma und die 10. Und jetzt gehe ich nochmal auf PDF erstellen. Und jetzt hat er mir hier die PDF also schon in der richtigen Reihenfolge und Sortierung ansortiert. Und man könnte jetzt theoretisch beigehen und hier eben auch die Randbeschneidung eingeben. Aber bei manchen Schnittmustern passt das ja nicht ganz mit der Randbeschneidung. Das heißt, da ist ein Teil der Ränder ist richtig beschnitten und ein Teil der Ränder nicht. Dann könnt ihr beigehen, trotzdem theoretisch schon mal eine ungefähre Randbeschneidung vornehmen. Und dann müsst ihr nur noch den kleinen Rest bearbeiten, wo es nicht hundertprozentig passt. Oder ihr macht es eben gar nicht. In dem Fall machen wir es jetzt mal gar nicht. Dann können wir das PDF schließen, gehen in unser Inkscape und fügen jetzt hier einfach unsere Testdatei ein. Dann sage ich ja, diese Datei möchte ich öffnen. Und schon seht ihr, habt ihr also einmal diese Datei eingefügt, ohne dieses ganze Seitenwirrwarr und Kreuz und Quer, was wir ja gestern hatten. Jetzt muss ich einmal die Gruppierung auflösen mit Steuerung Shift und G. Und jetzt habe ich meine ganzen einzelnen Seiten, die ich jetzt im Prinzip individuell wieder entsprechend anschieben kann. In dem Fall habe ich ja hier zum Beispiel diese Seitenmarkierung. Das heißt, ich klicke mir das einfach an und schiebe mir das also entsprechend auf diese Eckmarkierung, dass der hier auf den Ecken einrastet. Und dann kann ich also das ganze Schnittmuster hier wunderbar ausrichten. Und ihr müsst eben nicht die PDF-Datei erst in Einzelseiten aufteilen und dann die Einzelseiten in Inkscape einfügen. Dann ist das ja alles meistens kreuz und quer und durcheinander, sondern ihr könnt im Prinzip im Klebetool das ganze Ding schon in die richtige Reihenfolge bekommen mit den Spalten und den Reihen,
und dann in Inkscape das Ganze erst einfügen. Das erleichtert wirklich für viele dann auch nochmal dieses Einfügen in Inkscape. Und wie gesagt, dann kann man es hier relativ natürlich je nach Schnittmuster anordnen. Und jetzt wäre also bei mir hier der Schnitt schon fertig. Ich könnte ihn abspeichern oder weiter bearbeiten, je nachdem. Genau, das wollte ich gerne euch noch als Nachtrag geben. Das ist mir gestern irgendwie nicht mehr in den Kopf gekommen oder eben durch die Fragen von euch auch erst nochmal für mich klar geworden, dass es euch noch nicht so klar war. Und deswegen wollte ich das jetzt euch einfach nochmal nachreichen. Genau, wenn jetzt hierzu noch irgendwelche Fragen sind, dann meldet euch gerne nochmal bei mir. Dann kann ich da auch gerne nochmal Infos zu geben. Die Links habe ich ja in das gestrige Video alles noch eingefügt. Und dann mache ich jetzt noch eine kurze Pause und wir sehen uns dann gerne später um 20 Uhr noch für den Affinity Designer Einsteigerkurs. Bis dahin, viel Spaß! Thank you.